Moin, moin, ihr Matrosen, hier ist der Klabautermann. Wir sind an Tag 12. Im letzten Video ist uns Pavle gestorben. Wir waren etwas risikofreudiger in ein Haus rein, in dem Banditen waren. Und haben ihn da leider verloren, weil ich das mit dem Kämpfen nicht richtig hingekriegt habe. Ich war jetzt in dem gleichen Video, aber am nächsten Tag war ich mit Bruno die Waffe, die er hatte, bergen. So dass wir unser Haus damit jetzt wieder ein bisschen verteidigen können und einfach mal schauen müssen, wie wir mit den Zweien jetzt über die Runde kommen. Katja ist wohl soweit wieder auf dem Damm. Ist aber müde. Und Bruno ist auch müde und hungrig. Das trifft sich doch irgendwie. Halt, stopp, halt, stopp, halt. Bruno, du kannst erstmal gucken, was du hier bauen kannst. Okay, jetzt können wir uns nämlich mal so eine Axt bauen. Und eine Schaufel. Die ist mir gerade sogar wichtiger. Damit kann ich nämlich nochmal zur Kirche auch, wenn die mich da reinlassen. Aber irgendwo anders stand auch noch, dass man eine Schaufel mitnehmen soll. Und dafür habe ich hier die ganzen Waffenteile eingetauscht, dass ich mir solche Sachen bauen kann. Das heißt, Brunos Wunde ist jetzt von alleine geheilt, obwohl der draußen unterwegs war. Das ist auch gut zu wissen. Dass das auch manchmal funktioniert. So, ich könnte noch eine Säge oder ein Messer herstellen. Aber ich probiere mal, ob es vielleicht noch reicht für so einen Filter. Das tut es. Auch für zwei. Dann stelle ich die mal her und bestück mal da oben den Regenfänger wieder. Ja, und nächste Runde schicke ich dann Katja wieder plündern. Das heißt, die darf auch was essen. Nein, stopp, du gehst erstmal Wasser filtern. Dann darfst du schlafen. Dann hoffe ich nämlich, dass er bis zum Abend ausgeruht ist. Ja, wobei das echt doof ist. Ich habe jetzt zwar zwei Leute. Ich kann die aber immer beide nur tagsüber schlafen lassen, weil einer muss plündern gehen und der andere muss das Haus schützen. Das heißt, eigentlich lohnt es sich auch zu warten, also nicht jetzt auf Tag beenden zu klicken, sondern zu warten, ob irgendjemand noch an der Tür klopft. Weil das könnte entweder ein Händler sein oder es könnte jemand sein, der gesehen hat, dass wir hier wohnen und gerne mit uns hier wohnen will. Ja, ich warte dann einfach mal. Und schalte dann auf Fast Forward, wenn, oder mache einfach hier einen Cut, wenn. Gut, dass sie noch aufgewacht ist. Sonst hätte ich vergessen, ihr Essen zu geben. Okay, ist aber auch gut zu wissen. Sie ist also wieder komplett fit. So, dann warte ich mit ihr jetzt da oben. Und werde noch einmal hier den Wasserfilter austauschen. Und ansonsten warten, ob jemand an die Tür kommt. Bis gleich. So, es ist keiner mehr gekommen, der uns helfen wollte. Oder der mit uns wohnen wollte. Wir sind also noch zu zweit und ich muss mir jetzt überlegen, was ich heute Nacht plündere. Kleines Wohnhaus, bombardierte Schule. Etwas Lebensmittel reichen uns vielleicht sogar. Gehen wir zu dieser Schule. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen.
Das heißt, wir geben ihr die Schaufel mit. Und ich würde dir gerne das Messer mitgeben. Und Bruno, ha, der muss Wache stehen. Sie geht plündern. Also nochmal vorbereiten. Schaufel mitnehmen. Und Messer mitnehmen. Jetzt habe ich hoffentlich das Richtige angeklickt, ja. Sieht so aus. Was hat sie gesagt? Ich habe gehört, dass in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist nun mit den Kindern geschehen? Opfer und Schmutz. Das sind Klassenräume, aber irgendwas ist da oben. Ist das eine Ratte oder ein Mensch? Nichts, was sich lohnen würde mitzunehmen. Ja, zumindest kein Mensch. Gehen wir trotzdem mal hoch. Schauen wir hier durch. Ja, dann trage ich mal doch mal den Schuttberg hier ab. Spannend, was ich hier alles finde. Oh ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also so von der Menge dessen, was man hier plündern kann, meine ich. Nur das Essen habe ich noch nicht gefunden. Würde ich natürlich auch gern mitnehmen. So, jetzt bin ich voll. Jetzt kann ich noch möglichst viel quasi aufmachen und wegräumen und Schutt wegräumen, damit ich die Schaufel nächstes Mal nicht mitnehmen muss. Was ist hier? Okay, da ist richtig viel Material und Zeugs. Okay, wenn ich jetzt hier leer räume, komme ich nächstes Mal leichter dahin. Also mache ich das doch mal. So, und dann geht's hier hinten runter. Ach du Heiland. Die ist komplett zusammengebrochen, die Schule. Kann ich hier runter? Nee, nicht ins Feuer rein. Also muss ich hier die Leiter runter. Okay, nächstes Mal nehme ich also eine Säge mit. Ist doch irgendwas oder irgendwer.
Sie haben mir wieder mein Essen genommen. Ich werde bald sterben. Okay, das hört sich nach einem an, wo es Sinn machen könnte, dem Essen mitzubringen. Dann verrät er mir vielleicht irgendwie, wo, weiß ich nicht, die Diamanten oder das Gold liegen. Da ist noch einer. Ist hier noch Essen? Weil das wäre schon ganz nett, wenn ich vielleicht zwei Essen kriegen könnte, so insgesamt. Oh, hier ist wieder ein Haufen Material. Also hier kann ich echt noch mehrmals herkommen. Ui, Medikamente. Ich glaube, dafür lasse ich vier Teile da. Okay, das heißt, ich brauche nächstes Mal eine so eine Säge. Hey Fremdling, fass unsere Kiste nicht an. Ja, ja, kein Stress. Eine Notiz. Ich habe, so wie du wolltest, hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Dem Kühlschrank. Da drüben ist der Kühlschrank. Oh, okay. Verdammt. Kein Essen. Hier. Da ist Essen. Zum Ausgang. Oh, das könnte richtig knapp werden. Ah, die Morgendämmerung hat mich überrascht, sodass es schwieriger ist, zurückzukehren. Ja, das heißt, sie wird erst im Laufe des nächsten Tages, des 13. Tages, zurückkehren. Und ich mache damit im nächsten Video weiter. Lasst mir gerne Kommentare da. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und freue mich, wenn ihr dieses Video mit anderen teilt, die es interessieren könnten. Da gibt es ja diese netten Twitter-Links etc. Oder auch, wenn ihr mir bei Twitter oder bei Twitch folgt, bin ich sehr dankbar und freue mich, mit euch in Kontakt zu treten. Macht's gut, schöne Grüße, der Klabautermann.